werden. Und dann einmal ein Strohlager. Daher, dass wir hoffentlich bis zum nächsten Mal ja den Mixmaster und das Förderband drauf haben. Ben, dann legt den zu. Wenigstens den schon mal ein. Der benehmt den. Und vergesst nicht, die Rundumleuchte auszumachen dann. Das ist richtig, ja. Ich werde niemals Freund vom Rückwärtsfahren sein. Wo ist denn die Beinpresse? Dafür spiele ich einfach viel zu wenig das Spiel. Die ist arm, Samu. Denn wir unterwegs immer? Aktuell eigentlich nicht. Weil sie steht nicht mehr da, wo sie stand. Da ist Simon doch mit unterwegs. Ich bin mit der Beinpresse unterwegs, ja. Die Simone ist unterwegs. Kannst du ja Ballen sammeln. Könnte er tun. Dabei. Was ist denn man, was macht? Daniel? Ja? Machen wir eben kurz bitte sauber. Jürgens, hattest du den Kurs irgendwo gespeichert? Wie bitte? Nö. Ich habe auch nicht geschwadet. Dann hat geschwadet. Das ist schlimm. Hat sich erledigt, Daniel. Manni, du kannst doch nicht einfach so hier über die Straße laufen. Alles gut, Simon, alles gut. Junge. Oh, hier können wir doch noch einen Grasball pressen. Können wir auch, hast du Lust? Spaß. Der Mixmaster ist öffentlich bei Maro erhältlich. Jörg, was willst du mit dem Ladewagen? Holen. So. Nicht pressen, sondern jetzt nicht. Okay. Auf der 26 wird gesammelt. Weil das brauchen wir. Wenn wir ein Lager dafür haben, brauchen wir es ja nicht mehr pressen. Ach, wir haben ja ein Lager. Das ist fast richtig. Können die am Stroh lagern? Können sie nicht, ne? Oh, ich krieg was? Stroh transportieren, so rum, nicht lagern, aber transportieren. Ja, die andere Sache ist, wir brauchen jetzt mal eine Schaufel, die das kann überhaupt das laden. Das kannst du ja mit dem Förderband machen. Wir wollen das Förderband getroffen. Und die Schaufeln bei Mods, die können das. Der Mike, servus Mike! Heina! So, hier links abbiegen. Das werden wir tatsächlich machen, Chris. Wir werden LS 17 auch ohne Mods streamen. Weiß nicht, Public Server. Falls das mit dem Public Server denn laufen wird. Wie gesagt, es gibt ein K.O.-Kriterium für den Public Server und das sind die platzierbaren Haufen. Wenn man das nicht ausstellen kann, dass jeder x-beliebige Mensch, der auf dem Server spielt, diese Haufen erstellen kann, dann wird es kein Public Server unterseits geben. Denn das wird einfach nur eine Katastrophe sein, diesen zu verwalten. Und das macht einfach keinen Sinn. Aber es wird dann quasi so eine Art Mod-Server geben ohne Mods. Also sprich, ein Server mit Passwort oder sowas. Nö. Auch nicht? So. Nö. Wofür? Weil du sagst, du willst ja streamen mit mehreren Leuten. Ja, aber wenn du das nicht machen kannst, dass du den öffentlich Public Server richtig öffentlich betreiben kannst, dann kannst du auch sofort eine Modkarte nehmen, die deutlich geiler ist als die Standardkarte. Ach so. Dann brauchst du das ja nicht mehr. Nein, wir wissen ja noch nicht, wie die Standardkarte aussieht. Ja, im Großen und Ganzen hast du sie aber schon mal gesehen und auch Erfahrungen mit Giants zeigen, dass deren Karten an Modkarten niemals drankommen. Von daher kannst du dich schon darauf einstellen, dass die ersten Modkarten, die Leute, aber Leo. Hier sind Aufnahmen. Was hat er da geschrieben? Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen, was er da schreibt. Ein Einsatz für den Jürgens. Was denn? Ich kann das nicht lesen. Ich kann das auch nicht lesen. Ich kann das nicht lesen, was er da schreibt. Was für ein Debattjunk, ey. Wow. Was? Es sind noch mehr als nur einer. Ja? Hier, alle Moderatoren. Ja, ich habe ihn schon weggemacht. Ja, ich auch. Achso, doppelt wegmachen hält besser, meinst du? Ja. Doppelt gemoppelt hält besser. Gibt
gibt es eigentlich dann beim LS17 eine höhere Spielerkapazität auf die Server? Ich glaube, dazu wurde gar nichts gesagt, ehrlich gesagt. Boxer hat gesagt, dass dem nicht so sei. Weil es wäre auch mal 30 oder 30 mehr Leuten. 20 wird zum Teil ja schon reichen. Ja. Also aber wer 16 ist auch schon mal grenzwertig. Wollte ich gerade sagen, wer Alice mit 16 Leuten spielt und die dann halt nicht unbedingt alle wissen, was sie tun, das ist schon wirklich nicht einfach, das zu organisieren. Ich glaube, ja, mehr als das wird schon sehr, sehr fragwürdig werden. Meine auch. Ja. Also wenn man mit 16 Leuten spielt und die wissen alle, was sie tun wollen, also müssen und so, ja, dann geht das richtig gut, finde ich. Aber wann hast du das den Fall? Selbst hier bei uns wissen eigentlich alle, was zu tun ist. Nach der Ernte, das angesät werden muss und dies und das. Und trotzdem sieht man das mehr als einmal, dass die Leute einfach nur rumlaufen, um keine Ahnung was zu machen. Also, ne? Wir hatten mal dieses Extrem-Häckseln gemacht auf dem Public-Server, oder so ein Livestream noch gemacht, bei Hitbox war es noch, wo der LS15 neu drauf war. Da waren wir nur, glaube ich, von WG-Leuten dabei. Und da waren wir auch 16 Leute, das ist richtig cool. Ich muss mal kurz was machen, bin gleich wieder da. Ganz kurz. Oder ich meine das ja. So machen die. Ich muss das nur dahin wieder stellen. Alter, meine Liste ist gerade runtergefallen. Hält er jetzt wieder? Ich glaube nicht, dass er hält. Oh, er hält wieder. Gut. Und wird mir warm hier. So, Inko, hier müsste. Ach, da ist das Röhrchen. Da ist das Röhrchen. Ich habe gehört, du hast auch Getreide für mich. 81.000, ja, ist gut. Ah, die Zeit vom Stream reicht immer super, um alles zu machen. Ja, um eine Sache zu machen. Geht. Ja, alles abernten, wieder ansehen, düngen. Nach Wilklettenberg war das nachher schwierig geworden, alles zu machen. Ja. Ja. Lassen wir schon mal ein Feld jetzt 50 und 70 hier schon Leistung bei. Da braucht mir, glaube ich, eine Woche oder ein bisschen länger noch, um alles fertig zu machen. Ja, weil es zum Teil echt chaotisch da war. Ja, auch, aber hier musst du sagen, hier spielen die Leute durchgehend, ne? Durchgehend die ganze Zeit auf dem Server. Das hattest du bei der Klettenberg einfach nicht mehr. Bei der Klettenberg wurde teilweise echt von einem Stream zum nächsten waren die Fahrzeuge an der gleichen Position wie vorher auch. Die war ausgelutscht. Ja, das klar. Ja, und deswegen kannst du das hier nicht mit vergleichen. Kannst du nicht vergleichen, kannst du nicht. Wo sollen denn die Heuballen hin? Zum Metzger. Direktverkauf, okay. Ja. Aber dieses Ding, was ihr hier beim Spritzen vorne dran habt, ist das Mod oder ist das Standard? Das ist Standard. Jo. Okay. Dies Daniel, soll ich dir helfen? Wer sind es? Muss man schon fast so wie Tizian antworten, dass ihr alle die Standardfahrzeuge nicht kennt. Danke! Bitte. Kommt Werner noch? Ich glaube tatsächlich nicht, dass er noch kommt, weil der war kurz da und ich denke, sein Kopf macht rum und deswegen ist er wieder gegangen. Ach, sein Kopf ist ein Auto. Ja, sein Kopf. Ich glaube, naja, lassen wir das. Ja. Ja, weil er hat zu viel Fantasie. Will doch mal, Ben. So. Macht ihr bis 20:30? Ich kann mal. Warte, ich frag mal Werner, wann er aufnehmen möchte. Ob er überhaupt noch heute aufnehmen möchte. Werner. Möchtest du heute MiGMap aufnehmen? Fragezeichen. Guck mal, was er dazu schreibt. Dip. So, Schweinchen sind gefüttert. Hey. Versorgt. Wasser ist überall da. Das heißt. Mir wird die Arbeit abgenommen. Das heißt, ich kann das Ding hier zur Seite fahren. Das heißt, du kannst dir den Case schnappen, der hier bei der Kompassanlage steht, und grubbern. Dann werde ich ja, oder hier schon sehen. Er sagt sehen, weil mit Groban Jörg ist noch am Sammeln. Ich stelle ihn hier vorne. Wartest du ja schon auf mich dann. Komm.
Ich werde den Anhänger nie wiederfinden, ne? Nee, Mikmet wird nicht gestreamt. Ja. Da ist ein Case. Eine Seemaschine davor. Oder haben wir ein Case irgendwo mit einer Seemaschine stehen? Du musst dir den Case nehmen und zu einer Seemaschine fahren. Okay. Eine 26 steht Seemaschine. Eine 26 oben. Okay. Wie viele Ballen hast du noch gemacht, Simon? Ich glaube noch zwei oder drei Stück. Ich bin im Wasser. Ich glaube, das waren nur zwei. Jo. Wenn das Antwort Jo. Ich hätte den Fragen sollen, wann er aufnehmen. Verdammt, das wäre besser gewesen, glaube ich. Hm? Jörg, aufpassen. Das Grasball machen. Ich muss erstmal den Heuballen hier zu Ende kriegen. Gras wird auch gesammelt. Dafür haben wir auch Lagerplatz. Soll ich das Gras kann ich auch noch sammeln? Wenn da Gras liegt. So. Oh, sorry. Das ist jetzt ein Grasball. Nee, hat Heu gemacht, ne? Glaub ich. Läuft. Du hast ein Mischmaschhänger. Ist ein Gras, ist ja genau. Steht ja auch drauf, wie viel sowas wert ist. Also, der Grasball ist 19 Euro wert und der Heuball ist einfach 1.115 Euro wert. Das nennt sich Unterschied. Du hast ja auch mehr Energie damit verbraucht, den herzustellen. Ja, aber Füllmenge ist... Die 15 Liter. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Leo, kannst du Werner fragen, wann er aufnehmen? Das kann er machen, ja. Leo, kannst du Werner fragen, wann er aufnehmen? Ich glaube, mehr, das war's hier. Mehr habe ich. Mehr ist hier nicht. Das war's. Hat er abgeschickt. Doch, ne? Was wolltest du für Körner in den Boden putten, Jürgens? Gerst habe ich gesagt, ne? Gerst, okay. Obwohl da oben. Da oben nicht. Was kommt da oben hin? Ich muss gerade nachgucken. Ja. Weizen. Wie schreibt man Epidemic Sound? Google einfach danach. Dann kriegst du ja einen Link. Das, was Leo sagt, Nikolas. Also Werner schaut auf jeden Fall zu. Achso, der schaut zu, okay. Ja. Mittlerweile. Ja, Werner schaut er wieder zu. So. Okay. Dann machen wir jetzt unsere Gewinnspiele. Los geht's. Das war das. Doch, das war das richtige Programm. Das da brauche ich. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir die Hunter noch haben. Gucken wir mal. Doch, haben wir. Nee, haben wir nicht. Haben wir doch. Haben wir nicht. Haben wir da, haben wir. Haben wir? Haben wir nicht. Wer hat das hier nicht richtig formatiert? Also wenn du nicht alles selbst machst, ne? Furchtbar. Dann hast du verloren. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, erstmal 10 Punkte für alle, weil wir so großartig sind. Und dann machen wir Raffle. Kostet 1, kostet 5. Nee. Keule, danke dir. Für dein Follow. So, ihr kennt das Ganze. Ist ja nicht das erste Mal. Auszuverzeichen, Ticket und die Anzahl an Tickets, die ihr kaufen möchtet. Ein Ticket kostet euch 10 Punkte. Ihr habt von mir 10 Punkte bekommen. Das heißt, jeder kann mindestens ein Ticket kaufen. Also. Gut, so, ich habe das dann soweit gemacht. Dann machen wir jetzt hier Vorgewende. Was gibt's denn noch zu tun?